Wenn Sie nach Haigen in den Landkreis Reutlingen kommen, finden Sie dort wohl eines der bekanntesten Häuser in Deutschland. Die Fassade ist orange, gelb und rot gestrichen. Die Häuser daneben meist weiß getüncht. Der Besitzer Georg Bayer hat jetzt richtig Ärger. Und zwar soll er seine Fassade auch neutral anstreichen. Wie er damit umgeht, wir haben ihn besucht. Orange ist eine freundliche Farbe, wo jeden, wo einladend wirkt. Und in Kombination mit dem Gelb, Rot und Braun, was da dran ist, finde ich, das, die Farbe harmoniert miteinander und es passt eigentlich alles gut zusammen. Für Georg Bayer ist das nicht nur irgendein Haus. In diesem Haus wurde er geboren. Hier ist er aufgewachsen. Nach Jahren in den USA und in Berlin kehrte er in seine Heimat zurück. Gemeinsam mit seinen Kindern gestaltet er an einem Wochenende die Fassade um. Na gut, ich habe mir schlau gemacht, ob es eine Satzung in Haigen gibt. Farbgestaltungssatzung, es gibt keine. Ja, dann haben wir meinen Nachbar gegenüber noch kurz geschlossen, weil der guckt jeden Tag aus dem Fenster. Ja, und nachdem ich von da das okay gehabt habe und von der Stadt gibt es keine Satzung, habe ich gestrichen. Entscheidend sind die Fensterumrahmungen, die zum Eingang hin zeigen. Jeder ist willkommen, der ins fröhlich gestaltete Haus reinkommt. Für die Bewohner war alles okay. Das ist ihm wichtig, sagt er. Wäre das anders, würde er etwas ändern. Aber die Stadt fand das nicht so lustig. Am Freitag haben wir das Gerüst gestellt, Mitte Oktober. Übers Wochenende gestrichen. Montagmorgen, eine Minute nach 8, hat das Telefon klingelt. Also das Amt war nicht begeistert. Ja, und wie gesagt, den versucht mich umzustimmen, dass ich wieder umstreiche. Ja, und unter anderem auch mit finanzieller Unterstützung. Mit dem Bürgermeister kommt er gut aus. Nur bei der Farbgestaltung von Hausfassaden kommen sie wohl nicht mehr zusammen. Ja, die hätte jetzt hier gerne in der Stadt ein bisschen erdiger Farben. Hellbeige, mittelbeige, dunkelbeige. So in der Richtung erdige Farben. Pastellig, erdig, so hätte sie ganz Stadtbild, wie es jetzt auch in der neuen Gestaltungssatzung auch so verankert ist. Doch diese Satzung gab es nun mal vorher nicht. Nach dem Bürgermeister schaltet sich das Landratsamt Reutlingen ein, versuchte zu vermitteln. Ein Kompromiss sollte her, irgendwie. Bei den Fensterumrandungen hätte ich mir schwer getan. Farbe hätte ich mir mit vielleicht drüber reden lassen, ob das jetzt der Stadt gefallen hätte oder nicht. Die Amtsschreiben füllen inzwischen einen Aktenordner. Der Fall liegt jetzt in Tübingen. In dem Fassadenstreit geht es um das bauordnungsrechtliche Verunstaltungsverbot. Wenn der Durchschnittsbetrachter die Fassade als belastend empfindet, muss Bayer handeln. Er sieht aber keinen Grund, denn aus ganz Deutschland kommt Zustimmung. Also allgemeine Tenor ist durchstehen. Übrigens, Bayer ist Wiederholungstäter. Als er in Brandenburg lebte, hat er mit seinen Kindern sein Haus ähnlich bunt gestaltet. Da war auch rot-orange, gelb. Ja, plus noch rosa und hellblau war auch noch mit dabei. Da gab es gar keinen Ärger. Null. Da hat sich überhaupt keiner drüber aufgeregt. Da gab es nicht mal einen Kommentar dazu. Da wurde es alles wesentlich legerer gesehen als in Baden-Württemberg, habe ich den Eindruck. Die Villa Kunterbund und jetzt im Studio bei uns Roland Keifel, ein Architekt. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo. Zur Frage, Sie haben jetzt auch das gelbe Haus im Beitrag gesehen. Wieso die persönliche Meinung dazu? Es ist immer die Frage, wo steht so ein Gebäude? Mhm. Steht so ein Gebäude in einem Neubaugebiet oder etwas außerhalb, weg von der Allgemeinheit? Dann hat so ein Gebäude sicher irgendwo seine Berechtigung. Steht aber so ein Gebäude in einem Ortskern mit vielleicht noch Rathaus in der Nähe oder eine Kirche, vielleicht noch ein Platz, eine Platzsituation, dann steht es schon sehr im Blickpunkt auch der Allgemeinheit. Und dann sollte sich so ein Gebäude eher einfügen, was auch immer das jetzt heißt, aber nicht so wichtig und so laut daherkommen wie jetzt dieses Gebäude. Sie bezeichnen diese Farbe als laut. Ja. Jetzt gibt es einen Unterschied auch von der Fassadengestaltung, ob ich im Ort, in der Stadt wohne oder eher im Außenbereich? Ja, es gibt sehr viele Gemeinden oder Städte, die machen, um sowas zu steuern, um die Fassaden und das Material zu steuern, Gestaltungssatzungen. Mhm. Das heißt, sie legen fest, gemeinsam mit Bürgern, mit Architekten aus dem Ort oder auch umliegenden Orten und vor allem mit dem Gemeinderat, wie möchten wir den Kern unserer Stadt gestaltet haben. Mhm. Auch in Bezug auf Sanierung. Es gibt sehr oft, dass die Gebäude sind da, diese gewachsene historische Struktur wird irgendwann mal saniert, verkauft, Eigentümer wechselt, der hat ganz andere Ideen und Vorstellungen und dann kommt vielleicht sowas raus. Und das kann man im Vorfeld, wenn man das früh genug angeht, steuern. Es gibt natürlich gerade in Stadtkernen bestimmte Regeln,
dass zum Beispiel ein Rathaus oder eine Kirche, wo historisch schon immer da steht, nicht durch ein Gebäude oder durch eine Fassadengestaltung gestört wird, auch von den Blickbeziehungen. Dass es nicht so zu wichtig gemacht wird, die Fassadengestaltung. Und wie gesagt, ich rede jetzt von einem Ortskern. Ja. In einem Neubaugebiet ist das alles vollkommen entspannt. Da kann sich der Bauherr austoben, sage ich mal. Ja. Greift da die Gemeinde gar nicht ein? Der einzige Punkt, wo es vielleicht mal Probleme geben könnte in einem Neubaugebiet, ist, wenn ein Nachbar glänzende Materialien verwendet, wo dann in die Umgebung reinspiegeln, was wirklich stört. Okay. Aber ansonsten gibt es in Neubaugebieten in aller Regel keine Einschränkungen. Also kann ich grundsätzlich sagen, in erster Linie, wenn ich nachfrage, kann ich meine Fassaden eigentlich fast gestalten, wie ich will. Dann hängt die Fassadengestaltung nur von der Farbe ab oder auch von dem Material? Nee, die hängt natürlich auch von der Form und vom Material ab. Nochmal zum Thema Nachfragen. Also wenn jetzt ein Bauherr von vornherein weiß, ich möchte was ganz Wildes meiner Natur entsprechend anmalen oder bauen, dann sollte er sich bitteschön im Vorfeld erkundigen, kaufe ich in der Lage ein Grundstück oder kaufe ich in einem Ortsteil, in einem Ortskern ein Gebäude, wo ich das mit Sicherheit nicht verwirklichen kann. Jetzt abschließende Frage, was macht für einen Architekten eine tolle Fassadengestaltung aus? Also für mich persönlich ist eine tolle Fassadengestaltung, sie darf nicht zu laut sein, sie kann Ruhe, Souveränität und Würde ausstrahlen. Und das kann man erreichen mit Form, mit Farben und auch mit Material. Sollte man vielleicht ein bisschen mehr Mut zur Farbe haben? Weil ich denke, heute, wenn man Neubaugebiete sieht, es ist doch alles sehr weiß und sehr grau gehalten. Gut, da gebe ich Ihnen recht. Heute bloß nichts falsch machen. Schön grau, weiße Fenster und dann ist gut. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also es gab Zeiten, da haben sich die Architekten auch mit Farbenlehre beschäftigt. Aber nochmal, das machen die heute auch noch. Die Architekten sind sich ihrer Verantwortung sehr bewusst. Aber der Bauherr muss da auch mitgehen wollen, weil er muss es vertreten, er wohnt drin, er sieht es dann jeden Tag. Ne? Okay. Also ich persönlich fände es schön, wenn ein bisschen Farbe reinkommt, wenn man dem Bauherrn die Freiheiten gibt, aber bitte nicht in einem historischen Ortskern, da wäre es geschickt, wenn man mit Gestaltungssatzungen arbeitet, aber außerhalb kann man da mit der guten Farbenlehre ganz tolle Sachen machen. Herr Kalf, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Vielen Dank, ja. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.